Herzlich willkommen zu Der Räder von Software 2000 aus dem Jahre 95. Warum aus dem Jahre 95? Weil es ein altes Spiel ist. Und ich habe mal eine Art Retro-Ecke eingerichtet auf meinem Kanal. Die möchte ich wieder beleben. Und dann fangen wir an mit halt Der Räder. So, nehmen wir die Einstellungen. Ihn. Und der Herr Rockefeller heißt nicht mehr Rockefeller, sondern eben Croft. Und die Hamburg Lloyd heißt nicht mehr Hamburger Lloyd, sondern ist jetzt Croft Shipping. Warum nimmt der M? So, ein Endlosspiel. Drei Computergegner. Man könnte das mit vier Mann spielen. Dann beginnen wir das Spiel. An den Goft. In Hamburg wurde ein großes Frachtschiff fertiggestellt. So, die Oranienburg. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Büro, in die Einstellungen, die Musik ausmachen. Ich habe das Game übrigens 1995 wirklich gespielt, damals auf dem Amiga. Ein paar Monate, danach ist dieser kaputt gegangen. Von daher muss ich mich auch erstmal wieder in das Game reinfummeln. So. Jetzt gehen wir auf die Weltkarte. Wir sind in Hamburg. Wir schlagen Autos um, Chemikalien, Platinen und brauchen diese Sachen. Was braucht ihr? Chemikalien. Und was das ist, weiß ich gerade nicht. Wie gesagt, es ist so lange her. So, dann gucken wir mal. Warenumschlag, Gütertransfer vom Hafen aufs Schiff, so rum. Was sind das? Ach, Maschine. Kosten 3.453. Was war das noch? Chemikalien, ne? 2166. So, kaufen wir maximal. Ist noch nicht mal ein Viertel unseres Schiffs voll, aber das macht nichts. Mehr Geld haben wir halt nicht. Und wir wollten das bringen nach Monrovia. Chemikalien, jo. Gut, an Einkauf soll die Oranienburg den Hafen von Hamburg in Richtung Monrovia verlassen? Ja, bitte. So, die Grafik, wie gesagt, aus den Mitte der 90er Jahren, dementsprechend natürlich veraltet. Man sieht es ja an.
So, Oranienburg hat den Hafen von Monrovia erreicht. Die Hafengebühr beträgt 39.205 Dollar, damit wir einfahren und anlegen dürfen. Und die Liegegebühren betragen pro Tag 7.080 Dollar. So, direkt verkaufen. Vom Schiff im Lager, vom Schiff im Hafen. So. Ja, 2166 war unser Einkaufspreis, also etwas über 200 Dollar pro Tonne Gewinn. Sind wir bei 5,3 Millionen. So, jetzt vom Hafen aufs Schiff. Wir brauchen Eisenerz, das weiß ich. So, fahren wir zurück nach Hamburg. Da sehen wir es, Eisenerz. Also fahren wir los. Man kann auch Waren- und Termingeschäfte machen, aber dafür möchte ich erst ein bisschen Geld haben. Oh, an alle! Gegen Libyen wurde von den Vereinten Nationen ein Embargo verhängt. Das heißt, wenn wir nach Libyen jetzt Waren transportieren, wird das zwar mehr bringen, erwischt man uns dabei, müssen wir aber auch tierisch Strafen bezahlen. So, in Hamburg beträgt das Einfahren schon fast 130.000. Und pro Tag über 16.000, also ist um einiges teurer als Monrovia. So, vom Hafenschiff, Schiffhafen. Halt, da war es doch schon. 851, wir haben 666 bezahlt, also machen wir auf jeden Fall wieder Gewinn. Ui, sind wir bei 6,5 Millionen. So, vom Hafen aufs Schiff. Da könnten wir ja die gleiche Tour nochmal umgedreht machen. Jetzt haben wir schon 3000 Tonnen auf dem Schiff. Monrovia. Damals. Ja, und das Ganze konnte man mit 4 Mann spielen. Und jedes Mal, wenn irgendwas kam, dann kam halt die Meldung an dem und dem Spieler. Das ist der Monatsabschlussbericht. Hier unten sieht man es. Langsam wächst man auf. Die Starline ist im Moment noch am kleinsten. Wir scheinen mit den anderen drei ungefähr auf Augenhöhe zu sein. Ach, da unten fährt der eine rum. So, die Oranienburg hat der Hafen wieder erreicht. Schiffhafen. Mit
Die 7,1 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. Dann Hafenschiff. Eine Seite zurück. Wir nehmen wieder Erz mit. Oh, Schiff bald voll. Was habe ich da gerade gesehen? Moment mal. Oh, wir brauchen Dieseltreibstoff. Tonnen oder wie ist was? Ja, wir haben voll getankt. Sind jetzt im Minus. Na? So. Vom Schiff in den Hafen. Nickelerz. Maximal alles. 8,67 Millionen auf dem Konto. Dann Hafenschiff. Fast 4000 Tonnen können wir mittlerweile aufnehmen an Chemikalien. Nee, chemische Produkte. Oh, die Starline hat er wieder aufgeholt. Oh, interessant wird das natürlich nachher, wenn man eine richtige Flotte betreibt und dann auch eventuell mal versucht, ein Embargo zu umgehen und so. Jetzt reicht es mir hier aber mal. Jetzt gehen wir hier erstmal auf 75%. Fahren wir noch mit 12 anstatt 16 Knoten. Dieselpreis 171 Tonnen. Dollar. Nee, das ist zu teuer. Maximal. Jui, guckt mal hier. Ja, das gefällt einem doch. So, vom Hafen auf das Schiff. Wir nehmen wieder Erz mit. Das Schiff ist voll beladen. Mehr können wir gar nicht mitnehmen. Also, wir machen uns. Gleich müssen wir auch mal gucken, ob wir irgendwie eine andere Route finden. So, wir haben immer noch 750.000 am Konto. Bei den letzten Fahrten waren wir alle im Minus, wenn wir hier ankamen.
Man kann auch eigene Schiffe nachher in der Werft in Auftrag geben, alles drum und dran, vom Schiff in den Hafen. Ah, der Preis geht auch schon runter, weil wir gut zuliefern. 11,4 Millionen. Wunderbar. So. Beförderung von 3.750 Tonnen Motoren und Fahrzeuge bis zum 27. März. Wir haben schon den 20. März nach Dakar. Das würden wir also nicht schaffen. Okay, es gibt nur diese eine Termingeschäft. Lieferung von 15.000 Tonnen Kautschuk. Das würden wir mit einer Fahrt gar nicht schaffen. Das wäre aber. So, Moment dann. Hundert Tonnen noch. Der Preis 142. Die eben wollten 171 haben, also tanken wir mal. So. Ah, nee, hier war es nicht. Funktelefon, Schiffsmakler. Pläne. Hier liegen keine vor im Moment. So, gebrauchte. Sind zwei Schiffe zur Auswahl. Wie kann ich hier aussehen? Ach so. So, Schiffswert 6,888 Millionen. Hat aber nur noch 92 Zustand. Tragefähigkeit 3x5200 Bruttogerüst Tonnen. 17 Tonnen. 70 Knoten macht das. Tankvolumen 700 Tonnen. Also, wir könnten es uns leisten, aber nee, muss nicht sein. Nächste Seite. Ein Öltanker. Oh, der ist ja fast am Arsch. Und guckt euch den Preis mal an. 39,5 Millionen, wo das Schiff nur noch 48% hat. Also, vergesst es. Werft. Was haben wir hier? Schiffstyp. Also es gibt Küstenfrachtschiffe, Frachtschiffe. Große Frachtschiffe, Kühlschiffe, Schüttgutfrachtschiffe, Containerschiffe, Tanker, Riesentanker und Fahrgastschiffe. Die sechs Containerschiff. Die Geschwindigkeit. Mal 20. Tragfähigkeit. Geht bis 50.000. Wir tun mal das Minimum 15.000. Kostet boah, schon 11. So, Passagierfähigkeit brauchen wir keine. Reichweite. Machen wir mal 10.000. Auftrag erteilen. Ja, wenn wir jetzt Auftrag erteilen, dann müssen wir doch bezahlen. Das geht nicht, weil dann haben wir kein Geld mehr, um den nächsten Auftrag zu machen. Also ja, jetzt Ware zu kaufen. Vom Hafen auf das Schiff.
maximal. Also Monrover müsste eigentlich mit dem Preis auch bald runtergehen. Die brauchen auch Abidjan, Elfenbeinküste. Dann fahren wir jetzt mal dahin. Lass mal gucken. Dakar. Moment. Export. Da brauchen wir nichts von. Kaffee, okay. Dann nehmen wir Kaffee gleich für Rückfahrt mit. Okay. Jetzt scheinen im Biomärz zu Platz zu liegen. Was ich nicht verstehen kann, wir machen nur ganz gut Geld. So, 27.000 Einfahrt, 4.200 pro Tag, das geht ja noch. Schiff vom Hafen, da ist er doch. 2.400 nur noch, das wäre ja billiger. Oder? Was haben wir bezahlt? Ne, wir bezahlen, meine ich, immer 2.166. Jawohl, 12,3 Millionen. So, Hafenschiff. Kaffee. 1552. Okay. 8.000 Tonnen nehmen wir mit. Was sagt noch Treibstoff? Ist okay. Da wollten wir hin. Ab nach Hamburg. Das ist eine vierte, ich sehe noch 1, 2, 3. Ach, da ist der vierte. In London gewesen. So, jetzt verkaufen wir den Kaffee noch. Und dann ist die Folge auch so rum. Vom Schiff in den Hafen. 1700. Ich weiß gar nicht mehr, was wir bezahlt haben. Ah, wir haben auf jeden Fall Plus gemacht. So, wie gesagt, die Folge ist rum. Würde mich freuen, wenn es einen Daumen hoch gibt, wenn es euch gefallen hat. Sagt mir in den Kommentaren auch, ob euch das Prinzip der Retro-Ecke wieder einführen zusagt. Wir müssen ja nicht nur Räder spielen, es gibt ja auch andere Spiele. Sagen wir mal zum Beispiel den Bundesliga-Manager, da könnte man dann auch machen Bundesliga-Manager, danach Bundesliga-Manager Professional, Bundesliga-Manager Hattrick, wodurch man die Evolution in der Grafik in den Ende 80er bis Mitte 90er sehen würde. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr dabei wart und ja, hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play der Räder in der Retro-Ecke. Und ihr kennt das am Ende immer ein freundliches Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye. Euer Aiden Croft. Vorher safe mal noch kurz ab. Oh, Spielstand 2. Das ist Croft Shipping. Alles klar. Damit beenden wir das Ganze und ich sage, wie jetzt auch wirklich
Tschüss, tschüss.